Geliebte Menschen, Familie, mit großer Freude darf ich heute diese Botschaft überbringen von Aquayana, der Plejaderin. Und mit großer Freude nehme ich wahr, dass viele von euch erschienen sind, dass viele den Ruf ihrer Seele gefolgt sind, um heute zusammen im großen Kollektiv lichtvoll zu wirken. Und um zu beginnen, ist stets eine positive Ausrichtung nötig, eine innere Zentriertheit mit dem Licht der Liebe. Und so möchte ich dich bitten, das Licht der Liebe von Smarana tief in dich hineinzuatmen. Fühle, wie dieses Licht zu strahlen beginnt und sich mit dem Licht deiner göttlichen Flamme verbindet. Und so deine Ausstrahlung um ein Vielfaches zunimmt. Spüre einfach jetzt diese ganze Energie und versuche dich hinzugeben an das Licht und an die Liebe. Spüre, wie du dich immer mehr zentrierst, wie du dich immer leichter fühlst, und wie die Energie sich um dich herum verändert. Denn das ist die Voraussetzung, um diese Botschaft, welche du jetzt gleich hören wirst, ganz tief empfangen zu können. Und so atme in einem Rhythmus, der dir gut tut. Ein und aus, spüre dein inneres Licht, spüre dein Ich Bin und spüre die Verbundenheit zu allem, was ist. So bist du nun vollkommen zentriert und ich rufe jetzt Aquayana. Ich bin Aquayana, eine der sieben Schwestern, und spreche mit großer Freude heute zu dir. Denn ich habe eine wichtige Botschaft für dich. Und ich begrüße dich mit dem Licht des Segens, einen Gruß, wie wir ihn für uns verwenden. Wie du weißt, macht die Erde gerade, dein Heimatplanet, gerade eine Menge Veränderungen durch. Dadurch ist eine energetische Verschiebung aufgetreten, welche durch die negativen Kriegsenergien, die sich seit einiger Zeit aufgestaut haben, entstanden ist. Und um dieses Ungleichgewicht auszugleichen und den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen, arbeiten viele Plejader mit mir, Aquayana, zusammen. Und so haben wir beschlossen, mit dem Galaktischen Großen Rat der Konföderation eine bestimmte Energie zur Verfügung zu stellen,
welche es möglich machen wird, das Ungleichgewicht in dir, bei dir zu Hause und auf deinem Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich werde dir zeigen, was du dabei tun kannst. So begebe dich bitte in die Mitte deines Raumes, in welchem du dich gerade befindest. Du kannst dies in Gedanken tun oder körperlich. Beides ist richtig. Beginne dich nun zu erden, so wie du es gelernt hast, indem du dich mit Mutter Erde, deinem Heimatplaneten, voller Liebe verbindest. Und nun konzentriere dich auf dein Herz. Spüre deine Kraft, deine Liebe und deinen Frieden. Nun richte deinen Fokus nach oben und nimm dieses helle, blaue Licht wahr, welches wir zur Verfügung gestellt haben. Beginne nun wahrzunehmen, wie dieses Licht vom Himmel herabkommt und durch deinen Scheitel in deinen Körper eindringt. Dieses Licht reinigt und entschlackt all deine Energiezentren und Chakren. Nimm dir ein wenig Zeit und stelle dir vor, wie alle negativen Energien aus deinem System freigesetzt werden. Stell dir nun vor, dass du von einem wunderschönen Licht umgeben bist. Es ist das plejadische Licht der Klarheit und der Kraft. Es ist das heilende, ausgleichende Licht der Plejaden. So öffne nun dein Herz und lass dieses Licht in das Zentrum deines Herzens hineinfließen. Dies wird dir helfen, deine persönliche Frequenz mit der plejadischen Ebene in Einklang zu bringen. Atme tief durch und spüre, wie sich diese wundervolle Lichtenergie in deinem ganzen Körper ausbreitet und dich mit Frieden und Ruhe erfüllt. Und wenn du bereit bist, öffne deine Augen und überlege, was dich heute am meisten aus der Ruhe gebracht hat. Was dich heute am meisten in die Angst getrieben hat. Überlege, welche negativen Energien du heute wahrnehmen konntest. Ich, Aquayana, ich halte eine goldene Kugel plejadischer Energie in meinen Händen.
Und du darfst nun all diese Gedanken und negativen Energien in diese Kugel senden. Ich stehe vor dir und halte diese Kugel vor dir. So beginne nun, alles loszulassen. Alles Negative darfst du mir übergeben. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sich alles auflöst. Jedes Negative, wie alles ins Licht entlassen wird. Lass es fließen, lasse los und spüre, wie du immer mehr ins Gleichgewicht kommst und immer mehr im Frieden bist. Das war der erste Schritt. Nun werden wir zum zweiten Schritt kommen, in welchen wir deinen Raum, deine Räume an die pleiadische Energie anheben. Dies wird dir helfen, leichter im Gleichgewicht zu bleiben und dich vor den negativen Energien gut zu schützen, welche dich umgeben. So visualisiere eine Lichtsäule, die vom Himmel herabkommt und durch deinen Scheitel in deinen Körper eintritt. Dieses Licht ist mit der Energie der Plejaden gefüllt. Und während du einatmest, spürst du, wie diese Energie deinen ganzen Körper und deinen Geist anhebt, mit Frieden und Zuversicht füllt. Und jetzt werden wir diese Lichtsäule in deinem Raum installieren, sodass du immer, wenn du dich müde fühlst, dorthin gehen kannst und dich jedes Mal mit der plejadischen Energie verbinden kannst. Und nun kommen wir zu Schritt 3. Denn wir werden mit deiner Hilfe die ganze Erde in ihrer Energie auf die plejadische Energiefrequenz anheben. Dies wird dazu beitragen, den Planeten wieder ins Gleichgewicht zu bringen. So betrachte nun mit deinem dritten Auge die Erde. Und vielleicht kannst du nun wahrnehmen, wie die Erde von einem wunderschönen blauen Licht umgeben ist, welches wir gesendet haben. Dieses Licht ist die Energie der Reinheit, das Zeichen der Brüderlichkeit und Schwesternschaft. Und während du dieses Licht einatmest, spürst du, wie dieses Licht deinen Körper und deinen Geist mit Frieden und Harmonie erfüllt. So genieße du selbst jetzt ein wenig diese wundervolle Harmonie. Und nun sende dieses Licht in die Welt hinaus. Denn du selbst, du bist die Verbindung zwischen diesem Licht und deinem Planeten. Die Verbindung zu all den Menschen, mit welchen du zusammenkommst.
Und so sieh, wie dieses Licht den ganzen Planeten mit seiner friedlichen Energie erfüllt. Dies geschieht so nach und nach, und es wird auch so geschehen, wie es für das allerhöchste Wohle von allen Menschen und deinem Planeten am besten ist. Und jetzt, wo du deine Frequenz mit der plejadischen Ebene in Einklang gebracht hast, und nicht nur deine Frequenz, sondern die auf der Erde, welche sich langsam anhebt, wirst du dich ausgeglichener und wohler fühlen. Vielleicht merkst du auch, dass du mehr auf deine Intuition und deine übersinnlichen Fähigkeiten eingestimmt bist. Denn dies geschieht durch dieses Licht der Klarheit und der Reinheit. So vertraue auf diese Instinkte, denn sie werden dich auf deinem Weg leiten. Denke daran, mit der Erde verbunden zu bleiben und tief zu atmen, wenn du dich zentrieren musst. Und am wichtigsten ist es, dass du darauf vertraust, dass alles gut ist und das ganze Universum hinter dir steht. Wir sind für dich da und wir werden weiterhin mit dir zusammenarbeiten, um dich im Gleichgewicht zu halten und diese Ausrichtung zu bewahren. Und so wünsche ich euch allen das Licht des Segens und verabschiede mich voller Freude und Liebe. Das gibt so viel Hoffnung, was Aquayana gesagt hat. Und es bedeutet auch, dass wirklich die Wesen bei uns sind und dass sie einschreiten, mit unserer Hilfe natürlich zusammen. Also jeder sollte einfach aktiv sein, dann wird es auch was. Dann kommen wir gut durch diese Zeit. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir die Botschaft gut getan hast und du weiterhin so schöne Botschaften erhalten möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren und hier auf die Kugel klicken. Ich danke dir sehr dafür und wünsche dir eine friedvolle Zeit. Tschüss.